Jetzt, wir wollen, ja, leveln. Welches Level? Ah, Level 5, ich bitte euch. Sind doch ein. Wo ist jetzt eigentlich die komische Schrulle? Nicht hier drinne. Wow. Kommt mir hinterher. Komm. Gut. Bounce. So, Loot. Hallo, Loot? Ach, hier hinten kommt noch was an. Ja, tot. Einfach mal alle tot. So. Kotzt mich an. Gerade eben hat nichts übersteuert, aber wenn ich jetzt hier wieder in die Einstellung gehe, ist das wieder zu laut bei OBS. Ja, im Video hört man es nicht so laut. Das ist das Merkwürdige. Wer weiß, ich lasse das jetzt einfach so und gut. Sorry, ich muss mich schon wieder muten. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ja, du machst wohl hier Questdialoge die ganze Zeit. Klar mache ich Questdialoge, aber es sind nicht die Hauptquests. Ja, da müsste ich mal so weit gehen, um da hinzukommen. Ich mache ja eben nicht die Hauptquests, ich habe Nebenquest gefunden und die wollen nur reden. Ich habe jetzt halt das Vieh geklatscht, ich müsste jetzt zu dem Tremel gehen, habe ich aber keinen Bock drauf, weil ich jetzt mit dieser hässlichen Schlampe Malora reden will. Na gut, ich nehme mich. Ja. Haha, du musstest dich heilen. Ah, so. Ich muss ehrlich sagen, wenn es jetzt hier ein bisschen zu laut ist, es tut mir leid, wenn das Kampfgeschehen lauter ist als meine Stimme, aber dem dürfte nicht so sein. Es müsste eigentlich leiser als meine Stimme sein. Ja. Ich höre mir dann später die Aufnahme nochmal an. Und dann sehen wir weiter. Ich muss jetzt zu dieser Schrulle. Wo ist die? So. Malo, was bitte? Ich muss zu dieser Malora gehen. Ist sie da? Ach so. Hier steht schon wieder irgend so ein. Ach nee, das war dieser Fanz. Dieses komische Gerät. Da steht die Alte! Allein deine Alte? Sucht ihr Lord Rennings vermisstes Haustier? Ihr verschwendet eure Zeit. Seine Forschung führt zu nichts. Ich möchte mich einfach nur amüsieren. Wie schön, dass es noch andere gibt, die das nichtssagende Geplapper meines Meisters durchschauen. Renning hat es geschafft, dem Rat der Sith einzureden, dass er das Wissen der Sith erweitert. In Wirklichkeit verplempert er Zeit und Ressourcen des Imperiums damit, dass er geistlose Tiere seziert. Aber wenn seine Experimente in Verruf kämen, würde er verbannt. Und ich würde belohnt. Ihr wollt einfach nur euren Meister loswerden. Mich erwartet eine größere Bestimmung, als hier in diesem mickrigen Labor als Forschungsassistentin zu dienen. Es braucht nur eine winzige Änderung am Hirn des mutierten Tukata. Und schon kann ich meinen Meister als Scharlatan entlarven.
Bringt mir das Hirn, bevor ihr es Lord Renning übergebt. Und ihr werdet es nicht bereuen. Ich werde sehen, wie ich gelaunt bin. Auf diese Weise bekommt ihr eine Belohnung vom Meister und eine von seiner Schülerin. Das klingt doch gut, oder? Der mutierte Tukata ist ins Grab von Marka Ragnos entkommen. Man erkennt ihn leicht daran, dass er größer ist als die anderen. Bringt mir das Hirn, bevor ihr damit zu Lord Renning geht. Dann kümmere ich mich um den Rest. Doppelte Belohnung? Na, das hört sich doch gut an. Ui. Palim. Hallo? Feldforschungsbereich Taxi. Nee, da will ich nicht hin. Da, das. Marka Ragnos Grab. Ach, das war Tulag Horts Grab. Oh, ach so. Umdrehen und in die Richtung. Ah. Kann ich mich hier ganz kurz AFK hinstellen? Ja. Vor allem, ich habe jetzt hier, ich soll ja so ein Riesenvieh jetzt klatschen. Ja. Und jetzt hat mich die Schülerin von dem Sith angequatscht. Ich soll doch das Gehirn manipulieren, bevor ich es abgebe. So kriege ich von ihr eine Belohnung und von diesem Lord, dem ich das Gehirn bringen soll. Jetzt bin ich hin und her gerissen. Doppelte Belohnung hört sich gut an. Und ich will sowieso komplett auf 100% dunkel, also werde ich das wohl machen. Ich böser Schlingel. Hier unten kommen wieder so eine Würmchen. Aber für mich wird es sowieso nicht essen. Ja, ich mache heute auch nicht mehr so lange. Ist halt schon 9:30. Ja, ich muss heute noch was essen. Ich habe den ganzen Tag halt noch nichts gegessen heute. Weil ich nur damit beschäftigt war, Videos zu schneiden. Und einkaufen war ich ja halt noch. Oh, gelber Luftstrahl. Das hatte ich auch noch nicht. Ah, okay. Das waren. Ach, das ist wieder so eine Nebenquest, die ich hier machen muss. Gerade Speed. Hier ist eine Kiste, die ich öffnen kann. Ach, da kommt das Vieh jetzt raus. Naja, Arschloch! Und tot. Alter, ernsthaft? Ich sag einfach mal nix dazu jetzt. Oh, der muss wohl die Quest machen. Mal gucken, wie der sich schlägt. Rosefold. Der, die das Level 7. Ja, gut. Nein, deine Aussage, welches Level ist denn der, die das? Ja, ich weiß jetzt nicht, was Rosewood für ein Name ist. Ob männlich, weiblich, Zwitter. Zwitter schon mal nicht. Es kann, wenn überhaupt, männlich, weiblich sein. Zwitter, kennst du das nicht? Das ist hier, wenn du. Ja, heutzutage ist das Transgender oder so, wenn du ein Mann bist, ja, aber im weiblichen Körper gefangen oder so irgendwie.
Ja, trotzdem glaube ich es nicht. Keine Ahnung, Hosevolt. Das sollte bestimmt Hosevoll heißen. Ich glaube einfach, dass das sein Nachname ist. Das könnte ich mir nicht. Es ist ein weiblicher Charakter auf jeden Fall. Die ist langsamer als ich. Naja, man darf sich auch mal über gewisse Namen lustig machen. Sever, S-E-V-V-E-R. Okay. Lacto. Na komm, wir gehen erst zur Schülerin und dann zu dem anderen Idiot, ne? Oh, habt ihr das Hirn des mutierten Dukata schon gefunden? Ich möchte das Geschäft, das wir besprochen haben, gern zu Ende bringen. Hier, viel Spaß damit. Ausgezeichnet. Oh fuck, ich habe helle Punkte gesammelt. Chemikalie lässt es so aussehen, als würde Renning seine Ergebnisse fälschen. Na bitte. Jetzt muss ich nur noch die richtigen Worte in die falschen Ohren flüstern. Ich transferiere jetzt die Credits auf euer Konto. Gebt Renning das Hirn und holt euch auch von ihm die Belohnung. Läuft doch prima für euch. Oh. Ein Darko ist für diese Mission nicht stark genug. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Ja. Wenn erst einmal alle wissen, dass Rennings Ergebnisse... Ich habe nicht mal einen Soldaten besiegt. Welches Level waren die? Sich von ihm abwenden. Ich schau nie auf die Level, ehrlich gesagt. Dann mach das nächste Mal. Ich dafür sorgen, dass er 23. Schönen Tag noch. Sollte uns nicht mehr zusammen sehen. Okay, das war sehr laut. Du warst bei OBS gerade am Ende der roten Leiste. Oh, ich habe wegen der alten helle Punkte gesammelt. Helle Machtpunkte. Das Miststück. Kotzt mich die Alt an. Endlich bringt ihr mir das Hirn. Das habt ihr gut gemacht. Es war doch sicher nicht schwer, oder? Das Tier musste leiden. Was für ein Kampf. Es war ein guter Kampf. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das Exemplar war ja auch ausnehmend groß. Ich muss meine Forschung sofort wieder aufnehmen. Große Entdeckungen harren meiner. Nehmt eure Belohnung und geht. Es hat mir Vergnügen bereitet. Ja, ja, ihr könnt jetzt aufhören zu reden. Lebt wohl. Der Fettsack. Der ist ja schlimmer als ich mit den Antworten. Geht das überhaupt? Ja. Dunkle. 8000 Erfahrungspunkte! 39 helle Punkte, Seite! Ich würde sagen, du bist jetzt Level 12. Nein, noch nicht. Mir fehlen noch 2000 XP oder 1500 sogar nur. Alter! Was hast du bitte für eine Mission gemacht? Eine Nebenmission, sag ich doch. Die Hassmaschine, die beste Kehre zum Aufseher zu. Ja, toll, da krieg ich. Ich bin heute noch Level 12. Da hab ich wieder. Warte mal, da oben war noch ein Taxi. Was ist denn, wenn ich mit dem fahre? Da müsste ich da eigentlich auch irgendwo hinkommen. Ey, Temerin, du Arsch! Schick den Fahrstuhl wieder runter! Toll, jetzt muss ich heute warten, ey. Da ist er. Whee! Fahrstuhl fahr hoch. Kurze Frage, du bist ja über Stufe 10, oder? Ja. Steht bei dir auch da, was weiß ich, Stufe, Fall runter 10? Deine Stufe genau. Wurde angepasst auf Stufe 10. Wir sind alle noch 10. Naja, dann... Warum auch immer die angepasst alle wurde. Autorisierten Ziele an. Da. Okay, zurück zur Akademie. Bestätigt.
Wer weiß, warum vielleicht erst, wenn du das erste Kapitel abgeschlossen hast, dass du dann stärker wirst. Ein Dagord Post. Wer weiß von wem? Ach, vom Entwickler. Einfach nur Werbung. Inquisitor Arsanon. Schönes Steht Outfit. Aufrecht und beweist euren Wert, Akolyt. Mal sehen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Wenn ich euch ansehe, frage ich mich, seid ihr wirklich loyal? Oder tragt ihr Verrat in eurem Herzen? Ich stamme aus einer ehrwürdigen Sith-Familie. Wie könnt ihr es wagen, mir eine solche Frage zu stellen? Ich tue das, was mir vom Imperator aufgetragen wird. Eure besondere Herkunft schützt euch nicht vor Misstrauen. Im Gegenteil. Geheimdienstberichte zeigen, dass es in diesem Tal Verräter gibt. Akolyten, die versuchen, die ideale Ordnung unseres Imperators zu zerstören und sie durch ihre eigenen schwächlichen Irrlehren zu ersetzen. Sie verstecken sich zwischen denen, die uns treu und gehorsam ergeben sind. Doch sie werden jederzeit zuschlagen, wenn sie die Chance erhalten. Wir haben die aufrührerischen Aktivitäten der Verräter hier im Tal beobachtet. Wir kennen ihre Gesichter und ihre Namen. Es ist der Wille des Imperators, dass der Sand Korriban sich vom Blut dieser Verräter rot färbt. Beweist eure Treue, indem ihr sie hinrichtet. Es wird mir eine große Ehre sein, euch zu dienen, mein Lord. Wenn ihr mir dient, dient ihr dem Imperator. Denkt daran, wenn ihr dieses Ungeziefer im Tal ausschaltet. Ich gebe euch alles, was ihr braucht, um die Verräter zu identifizieren. Beweist eure Treue, indem ihr genügend von ihnen eliminiert und kehrt dann zu Inquisitor Arsanon zurück. Ich werde eure Fortschritte mit großem Interesse verfolgen. Geht jetzt. Sorgt dafür, dass der Wille des Imperators Wirklichkeit wird. Ja, nächste Quest. Scanne und besiege die Akolytenanwärter. Wo auch immer die sein sollen. Wildlandlabor. Taxi der unteren Ebene. Ah, hier, Teil der dunklen Lords. Darunter muss ich. Inventartech. Und was habe ich denn hier? Kopfschutz des Schülerzüchtigers. Was? Egal, anziehen. Ist so ein Stirnband. Wow! Sieht aber irgendwie nice aus. Ja. Kann mich nicht beschweren. So, hier muss ich glaube runter zum Scannen. Teil der dunklen Lords, ja, genau. Hä? Nee, warte mal, falsch. Ich muss da hin. Boah, ich bin. Hey, das ist eigentlich übersichtlich, aber trotzdem verläuft man sich. Und wie scanne ich die jetzt? Hallo? Scannerino? Wie scanne ich die denn? Ehrlich gesagt, absolut kein Plan. Verchromter Waffengriff. Seit wann habe ich den? Ah, Missionsgegenstand.
kein Attentäter oder wie auch immer man das nennt hier. Okay. Scan. Arsch, du bist ein Verräter! Stör! Zwei noch, hier stehen noch zwei rum. Nein, der nicht. Verräter! Hier pümmelt noch einer rum. Lass dich scannen. Arsch. Ah, fein. Haha. So. Die Mission war ja mal einfach. Ich habe gesehen, wie ihr euch um diese Verräter gekümmert habt. Gute Arbeit. Ihr habt eure Loyalität auf beeindruckende Weise bewiesen. Nehmt diese Belohnung als Zeichen der Gunst des Imperators und tragt dieses Abzeichen. Es weist euch als Verteidiger unseres Imperiums aus. Bleibt wachsam. Unsere okay. Feinde lauern da, wo man sie am wenigsten erwartet. Im Puff. So, plus 11 Dunkel. 5.900 Erfahrung. Dago. Ich bin Level 12. Oh, ich habe einen Funktionspunkt bekommen. Abrechnung. Tödlicher Gegenschlag. Konzentrierter Hass. Schallmauer. Wegbahner. Irgendwie ist alles so passiv. Das sind auch alles nur passive Effekte. Dann will ich aber nichts davon haben. Ist ja scheiße. Hä, warum? Sind passive Effekte, die dauerhaft sind, da sind, so wie Stärke in Minecraft. Ich will aber Aggressives haben. Ich bin halt der aggressive Typ. Ja, aggressiv bist ja immer noch du. Diese Passiven sind einfach nicht passiv auf den Kampf bezogen, sondern passiv auf dein Dasein, auf deinen Körper. Die sind immer da. Egal welche Angriffe du machst und so weiter. Vor allem, ich muss Kins aussuchen. Warte, schließen, so. Fähigkeiten. Ich hab so viel neues Zeug hier. Zerschlagen. Palim. Ja gut, meine innere Attacke, die ist auf jeden Fall stärker geworden. Hassmaschine, Bestie töten. Nee, ich will erst zur Hassmaschine. Ich habe jetzt aktuell 1370 Gesundheit. Ich hatte vorher 1400. Was? Die haben das halt. Ihre Leute reiten eh auf einem Ranker. Der ist auf jeden Fall schon Level 50 oder höher. Go!
das Dumme ist ja nur, dass dir auch im Kampf dein Leben wird angepasst. Mhm. Ich bin von 1400 auf 1370 wieder runter. Das ist Shit ist das, um ehrlich zu sein. Das ist irgendwie scheiße. So, wo war denn jetzt nochmal das komische Dings hier? Festung? Privat, Schlüsselbund. Hab keine Festung, okay. Missionslogbuch. Hier. Instructor, du hast 10 Missionen abgeschlossen, 4 von 10. Das haben wir fertig, die haben wir alle fertig, die haben wir fertig. Fortschritt 5 Stufen höher. Mittlere einmal in Ruhe gelassen werden. Ja. Ike? Ja? Ich habe gerade 100 dunkle irgendwas Punkte auf einmal bekommen. Dann hast du irgend so eine Mission hier gemacht, denke ich mal. Ja, ich habe eine Mission gemacht, glaube ich. Stufe 5 Taxi. Credits für Schrott. Ein Schrott über Gefährten verkauft. Kampf gegen einen Feind. Du hast nicht Spieler gegen auf Voss besiegt. Nee, da bin ich noch lange nicht. Normaler Erfolgstyp. Du hast einen der folgenden Missionen abgeschlossen. Bemerkenswert tapfer Kriegsbeute. Okay. Wie teuer ist der? Wie teuer ist was? Warte, kurz. Preis. Hallo. Schiffe. Jagdbomber, okay. Kampfschiff. Ich glaube, ob man sich hier ein Dings Schiffchen holen kann. Ich habe das Spiel jetzt aber auch erstmal. 1000? Ach, das ist Dingsgeld. Was ist denn das andere hier für Geld? Flotten Requests. Wird verwendet, um Schiffe in deinem Hangar zu modifizieren? Wird verwendet, um das Schiff zu modifizieren. Ich hätte gern einen. Ein. Hier, ne? Schiff, was ich kaufen kann. Dir wird eins gestellt später. Brauchst du erstmal keins kaufen. Hoffentlich. Das weiß ich. Ich hätte schon lange weg sein können, weil ich da aus Versehen drüber gestoßen bin, aber ich mach die Quest nicht. Wie lange geht die Aufnahme jetzt eigentlich schon? 23 Minuten. Ich mache jetzt auch gleich aus. Ich habe ja noch 6 oder 7 Minuten vom ersten Teil. Das mit der Levelanpassung jetzt ist irgendwo scheiße. Da müssen wir das nächste Mal mit der Hassmaschine das zu zweit machen als Gruppe. Wenn das so weitergeht. Du hast ja. Du bist ja jetzt vom Level her so krass angepasst, du kommst dort gar nicht alleine durch. Das ist
ist ja mal richtig scheiße. Und was machen die mit Spielern, die überhaupt keine Freunde haben, kein Leben, gar nichts? Die machen erstmal in der Hauptquest weiter. Fahrstuhl, komm noch mal runter, ich habe eine Lootkiste gesehen. Die machen wahrscheinlich erst in der Hauptquest-Reihe weiter, damit diese Balancing-Aufgabe, was sicherlich was mit der Hauptquest-Reihe zu tun hat, aufhört. Ja, da muss ich ja dann im Grunde eigentlich zu Tremel gehen das nächste Mal. Trainings-Vibro-Schwert. Wir machen das einfach zu zweit. LOL, ich hab Vibro-Schwert! Für einen Arsch. Opila-Kristall. Ich hab schon wieder Kristall bekommen. Okay. Dann bis zur nächsten Folge.